Wir kommen jetzt zu den Themen Nervengewebe und Nervensystem. Das Nervengewebe besteht eigentlich aus zwei Grundtypen von Zellen. Da haben wir einerseits die Nervenzellen, die Neuronen, die für die Informationsweiterleitung und Verarbeitung nötig sind. Und andererseits haben wir die Gliazellen, die einerseits die Funktion der Neuronen verbessern und andererseits im Gehirn, im Rückenmark und auch in unseren peripheren Nerven für ein optimales chemisches Milieu sorgen. Hier aufgezeichnet haben wir ein Schema eines Neurons. Wir erkennen die drei Hauptanteile des Neurons, nämlich die kurzen Fortsätze namens Dendriten, über die Signale von anderen Nervenzellen empfangen werden. Das Signal wird dann zum Zellkörper, zum sogenannten Soma oder Perikarion weitergeleitet, in dem sich auch der Zellkern befindet. Und dann über den Axonhügel geht die Information weiter in den langen Nervenzellfortsatz, das sogenannte Axon. Der Informationsfluss ist meistens in diese Richtung, das heißt Empfang der Information über die Dendriten, Weiterleitung der Erregung ins Axon und dann verteilt das Axon diese Information an andere Nervenzellen oder Muskelzellen. Da Nervenzellen viele Proteine herstellen müssen, zum Beispiel Neurotransmitter, ist das endoplasmatische Retikulum im Soma relativ gut ausgeprägt und kann selbst lichtmikroskopisch manchmal erkannt werden. Man bezeichnet es dann als Nisselschollen. Das Axon ist vergleichbar mit einem Kabel, wie wir es aus der Elektrizitätslehre kennen. Und als solches wird die Erregungsleitung im Axon dadurch verbessert, dass wir hier sogenannte Myelinscheiden, also im Grunde Fettummantelungen der Axonmembran besitzen. Man sagt, dieses Axon ist myelinisiert, wobei sich zwischen den einzelnen Myelinscheiden immer freie Axonabschnitte befinden, die Ranvierschen Schnürringe. Mehr dazu findet sich beim Thema Membranpotential und Aktionspotential. Ich möchte noch hier darauf hinweisen, dass die Kontaktstellen zwischen zwei Nervenzellen Synapsen genannt werden. Dabei interagiert das Axon des ersten Neurons mit den Dendriten des zweiten Neurons. Das ist der Regelfall. Allerdings gibt es auch Synapsen an anderen Lokalisationen der Nervenzelle. Zum Beispiel kann es sein, dass die Axone auch direkt am Perikarion oder sogar am Axon des zweiten Neurons andocken. Unabhängig von der Lokalisation besteht zwischen dem Axonende und der zweiten Nervenzelle ein Spalt, der synaptische Spalt, und das Axon davor wird Präsynapse genannt und derjenige Teil, meistens der Dendrit der zweiten Nervenzelle, der hier in Kontakt tritt, wird Postsynapse genannt. An den Enden eines Axons im Bereich einer Synapse finden sich Erweiterungen, die man als synaptische Endknöpfchen bezeichnet. Die entstehen dadurch, dass in diesem Bereich viele chemische Botenstoffe gespeichert werden, die dafür nötig sind, diesen Spalt hier von der Präsynapse zur Postsynapse zu überwinden. Innerhalb einer Nervenzelle fließt die Erregung in Form eines Stromes, wie in einem Kabel. Allerdings an dieser Lücke, an der Synapse, kann der Strom nicht einfach von der Präsynapse auf die Postsynapse überspringen, sondern wir greifen hier auf eine chemische Übertragung zurück. Das bedeutet, aus der Präsynapse werden Überträgerstoffe freigesetzt, wenn ein Strom in die Präsynapse gelangt. Diese Überträgerstoffe breiten sich dann
durch die Fusion über den synaptischen Spalt aus, docken an der Postsynapse an und erzeugen hier dann einen neuen Strom. Dieser Ablauf ist eigentlich derselbe, egal ob ein Axon als Präsynapse bei einer anderen Nervenzelle endet oder direkt einen Muskel ansteuert. Nun eine kleine Übersicht zu den Gliazellen. Wir haben hier vier Typen gelistet. Das ist keine vollständige Aufzählung, aber die wichtigsten Typen sind dabei. Oligodendrozyten und Schwannzellen sind beides Gliazellen, die für die Bildung der Myelinscheiden benötigt werden. Deren Aufgabe ist es, das Axon einer Nervenzelle zu myelinisieren und dadurch zu isolieren, wodurch es schneller und besser Strom leiten kann. Dabei haben Oligodendrozyten mehrere Ärmchen, wobei jedes Ärmchen eine Myelinscheide bilden kann. Das heißt, ein Oligodendrozyt kann mehrere Axone, die an ihm vorbeilaufen, gleichzeitig umwickeln. Daher auch der Name. Oligo heißt wenige bzw. einige und Dendros heißt wieder Ast. Das sind jetzt in unserem Fall die Ärmchen. Oligodendrozyten kommen nur in Gehirn und Rückenmark vor. Diese beiden Organe werden gemeinsam als ZNS, als Zentralnervensystem bezeichnet. Wir merken uns, Oligodendrozyten sind für die Myelinscheidenbildung im ZNS verantwortlich. In den Nerven außerhalb von Gehirn und Rückenmark sind es die Schwannzellen, die die Myelinscheiden bilden. Man sagt, dass die Schwannzellen im peripheren Nervensystem vorkommen. Jede Schwannzelle kann nur eine einzige Myelinscheide bilden, weil Schwannzellen nicht solche Ärmchen haben, sondern sich mit ihrem Zellkörper mehrmals um einen Axonabschnitt herumwickeln müssen, um den ausreichend zu isolieren. So ähnlich wie Nervenzellen durch Oligodendrozyten und Schwannzellen isoliert werden, werden auch die Blutgefäße in Gehirn und Rückenmark isoliert von den Astrozyten. Sie bilden dadurch die Blut-Hirn-Schranke und verhindern weitgehend das Austreten von unerwünschten Stoffen oder von Giftstoffen aus den Blutgefäßen hinein ins Gehirn oder Rückenmark. Das ist wichtig, weil das chemische Milieu im ZNS natürlich hochgradig reguliert sein muss, sonst wird die Funktion der Nervenzellen massiv beeinträchtigt. Abgesehen davon finden sich die Astrozyten oder finden sich Astrozytenfortsätze auch im Bereich der meisten Synapsen. Dort spielen die Astrozyten dann beim Recycling oder beim Entsorgen dieser Botenstoffe, die an der Synapse freigesetzt werden, eine Rolle. Also Astrozyten sind auch für den Neurotransmitterstoffwechsel ganz essentiell. Aster ist das Wort für Stern, deshalb kommt der Astrozyt auch zu seinem Namen, daher aufgrund seiner vielen Fortsätze sternförmig anmutet. Dann haben wir noch Mikroglierzellen. Das sind im Grunde Makrophagen, also Fresszellen im Gehirn, die Krankheitserreger phagozytieren können. Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Anzahl an Gliazellen die Zahl an Neuronen im Nervensystem deutlich übertrifft. Wir widmen uns jetzt den Synapsen. Wie wir schon erwähnt haben, tritt an einer Synapse eine Präsynapse, also das Axon, mit der Postsynapse in Verbindung. Das ist meistens der Dendrit einer anderen Nervenzelle. Dazwischen liegt der synaptische Spalt, über den eine chemische Signalübertragung durch Neurotransmitter erfolgt. Dabei lassen sich diese Neurotransmitter einteilen in erregende bzw. exzitatorische und hemmende, die auch inhibitorische Neurotransmitter genannt werden. Zu den wichtigsten erregenden Neurotransmitter zählen Glutamat und Acetylcholin. Diese führen dann
in der Postsynapse zu einer Depolarisation, das heißt zu einer Aktivierung der Postsynapse. Sie fördern somit die Aktivität des zweiten Neurons. Hemmende Neurotransmitter wie Gamma-Aminobuttersäure oder Glycin führen zu einer Hyperpolarisation der Postsynapse und erschweren dadurch die Erregung der zweiten Nervenzelle. Im Endeffekt ist es so, dass jede Nervenzelle mit sehr, sehr vielen anderen Nervenzellen in Verbindung steht. Das heißt, eine Nervenzelle kann sowohl inhibitorische Neurotransmitter von manchen ihrer Synapsen erhalten, als auch exzitatorische Neurotransmitter über andere Synapsen. Je nachdem, welche Synapsen aktiver sind, kann es sein, dass sich die exzitatorischen und die hemmenden Neurotransmitter die Waage halten, dann ist die Postsynapse normal aktiv. Es kann aber auch zu einem Überschießen der exzitatorischen Neurotransmitter kommen. In dem Fall wird die Nervenzelle mehr Erregungen leiten, sie wird mehr Aktionspotenziale bilden. Wenn hingegen die Mehrzahl der aktiven Synapsen an einer Nervenzelle inhibitorische Neurotransmitter ausschüttet, wird die Aktivität des Neurons gehemmt. Man muss sagen, dass nicht alle Synapsen so funktionieren, wie wir es gleich im Schema sehen werden, sondern zwischen nicht wenigen Nervenzellen im Gehirn gibt es auch elektrische Synapsen. Hier gibt es eine direkte Verbindung zwischen zwei Nervenzellen über Gap Junctions, quasi über Tunnel, durch die der Strom von der Präsynapse direkt in die Postsynapse fließen kann. Die folgende Abbildung zeigt uns allerdings eine chemische Synapse, bei der jetzt hier das Aktionspotenzial, also die Erregung, im synaptischen Endknöpfchen eintrifft. Hier liegen Vesikel, also Bläschen, vor, die mit Neurotransmittermolekülen gefüllt sind. Diese Bläschen sind meistens über einen sogenannten Snare-Komplex mit der Plasmamembran verbunden. Das ist ein Proteinkomplex, der dann, wenn hier ein Aktionspotenzial eintrifft, dazu führt, dass die Membran des Bläschens zur Plasmamembran gezogen wird, sodass die beiden Membranen verschmelzen. Dadurch ergießt sich jetzt der Inhalt, also die Neurotransmitter, in den synaptischen Spalt. Durch die Fusion gelangt der Neurotransmitter auf die Postsynapse und bindet dort an Rezeptoren, die meistens, aber nicht immer, mit Ionenkanälen verbunden sind. Ein Andocken vom Neurotransmitter an die Rezeptoren führt zur Öffnung der Ionenkanäle. Je nachdem, welches Ion von diesem Ionenkanal durchgelassen wird, kommt es beispielsweise zu einem Natrium-Einstrom, das würde eine Depolarisation verursachen und somit wäre der Neurotransmitter, der hier einen Natrium-Einstrom dann auslöst, ein exzitatorischer Neurotransmitter. Ein inhibitorischer Neurotransmitter könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass Chlorid einströmt in die Nervenzelle. Chlorid ist ja negativ geladen. Das heißt, ein Chlorideinstrom würde eine Hyperpolarisation und somit eine Hemmung der Postsynapse erzeugen. Solange die Transmitter hier im synaptischen Spalt vorliegen, wird die Postsynapse erregt bzw. gehemmt. Und damit dieses Signal nach kurzer Zeit auch wieder beendet wird und damit keine Dauererregung oder Dauerhemmung stattfindet, muss dieser Neurotransmitter dann entsorgt werden. Das ist teilweise die Aufgabe der Präsynapse, aber auch teilweise die Aufgabe der Astrozyten, die hier rund um die Synapse herum lokalisiert sind. Der primitivste Weg, einen Neurotransmitter zu entsorgen, wäre, ihn einfach durch Enzyme zu spalten und so zu inaktivieren. Das kommt noch als Mechanismus zur Entsorgung unseres primitivsten Neurotransmitters vor. Wir haben nämlich im Gehirn oder auch an unseren Muskeln den Neurotransmitter Acetylcholin.
ein erregender Neurotransmitter, der durch sogenannte Cholinesterasen zerschnitten wird in Essigsäure und Cholin. Die Essigsäure wird dann von den Astrozyten abgebaut, Cholin wird von der Präsynapse wieder aufgenommen und recycelt, also mit einem neuen Essigsäurerest verbunden. Dadurch entsteht ein neues Acetylcholin-Molekül. Die viel nachhaltigere Lösung findet sich bei den neueren Neurotransmittern in unserem Körper, zum Beispiel Dopamin oder Serotonin. Diese werden nämlich durch sogenannte Wiederaufnahmetransporter, ohne vorher zerstört zu werden, wieder in die Präsynapse geschafft, dort in Vesikel verpackt und stehen dann direkt für eine neue Erregung zur Verfügung. Den Snare-Komplex habe ich deshalb erwähnt, weil er Angriffspunkt eines sehr wichtigen Gifts ist, das teilweise auch als Medikament in der Medizin angewendet wird, nämlich Botulinumtoxin. Das ist ein Gift des Bakteriums Clostridium botulinum, das diesen Snare-Komplex hemmt und somit die Freisetzung von Transmitter behindert. Hier ist besonders die Freisetzung von Acetylcholin gestört. Da wir Acetylcholin brauchen, um unsere Muskeln zu steuern, führt eine Vergiftung mit Botulinumtoxin zu einer Muskellähmung. Das wird natürlich in der Kosmetik genutzt, wo Botox, das ist die Kurzform von Botulinumtoxin, in die mimische Gesichtsmuskulatur gespritzt wird, wodurch diese gelähmt wird, was dann zur Folge hat, dass sich weniger Falten bilden. Umgekehrt kann ich Botox auch therapeutisch verwenden bei starken Muskelkrämpfen oder krankhaften Zuständen, wo sich ein Muskel nicht vollständig entspannen kann oder dauerhaft angespannt ist. Nachdem wir jetzt das Nervengewebe besprochen haben, widmen wir uns dem Nervensystem. Das Nervensystem lässt sich in ein zentrales Nervensystem und in ein peripheres Nervensystem einteilen. Einer der Unterschiede ist, dass im zentralen Nervensystem die Myelinscheiden von Oligodendrozyten gebildet werden und im peripheren Nervensystem von Schwannzellen. Zum ZNS, zentralen Nervensystem, gehören Gehirn und Rückenmark und zum peripheren Nervensystem zählen die Nerven, die vom Gehirn oder vom Rückenmark zu den Muskeln, inneren Organen und Sinnesorganen des Körpers ziehen. Die peripheren Nerven, die vom Gehirn ihren Ursprung nehmen, werden Hirnnerven genannt. Wenn sie vom Rückenmark kommen, nennen wir sie Spinalnerven. Wir dürfen nicht denken, dass es sich bei diesen peripheren Nerven nur um einzelne Axone handelt, sondern wenn wir den Begriff Nerv verwenden, dann meinen wir immer eine große Gruppe von Axonen, die in einer gemeinsamen Hülle aus Bindegewebe und Gliazellen laufen. Das heißt, wir können in einem Spinalnerven oder in einem Hirnnerven sowohl Axone haben, die vom Gehirn bzw. vom Rückenmark wegziehen, als auch Axone, die eigentlich die Erregung hinleiten zum Gehirn und zum Rückenmark. Funktionell können wir das periphere Nervensystem untergliedern in ein somatisches und in ein vegetatives Nervensystem. Das somatische Nervensystem umfasst alle Axone, die etwas mit Bewusstsein zu tun haben. Zum Beispiel werden die Axone, die eine Erregung vom Gehirn oder vom Rückenmark zu unseren Skelettmuskeln leiten, motorisch genannt. Man zählt sie zum somatischen Nervensystem, weil wir unsere Skelettmuskeln ja bewusst steuern können. Wenn von den Sinnesorganen, zum Beispiel unserer Zunge oder von unserer Haut, die Information zum Gehirn und Rückenmark geleitet wird, dann sprechen wir von sensorischen Axonen. In unseren Nerven gibt es immer oder sehr häufig eine Mischung
aus motorischen und sensorischen Axonen. Allerdings steuert unser Gehirn und unser Rückenmark ja auch unsere inneren Organe. Die Nerven, die die Organe steuern, heißen vegetativ. Und sie lassen sich funktionell noch einmal untergliedern in sympathische und parasympathische Nerven bzw. Axone. Sympathische Nerven verändern die Organfunktion so, dass sich der Körper auf eine Stress- oder eine Flucht- oder Kampfreaktion vorbereitet. Parasympathische Nerven beruhigen den Körper eher und sorgen dafür, dass sich die Körperfunktionen regenerieren und der Körper sich selber reinigen kann. Unabhängig davon, ob man von somatischen oder vegetativen Axonen bzw. Nerven spricht, kann man von Efferenzen und Afferenzen reden. Eine Efferenz ist eine Information, die vom zentralen Nervensystem weggeleitet wird in Richtung Peripherie. Eine Afferenz ist eine Information, die in Richtung zentralen Nervensystem geleitet wird. Wenn wir Gehirn und Rückenmark vergleichen, können wir einige Gemeinsamkeiten im Aufbau erkennen, die wir jetzt hier besprechen wollen. Das sind allgemeine Charakteristika des ZNS. Wir sehen, dass die Axone und die Perikarien, also die Nervenzellkörper, nicht wild durchmischt im Gehirn und Rückenmark vorliegen, sondern räumlich getrennt sind. Wobei die Nervenzellkörper im Bereich des Gehirns vor allem an der Oberfläche liegen, während die Axone tiefer drin im Gehirn lokalisiert sind. Im Rückenmark ist es umgekehrt. Hier liegen die Zellkörper eher in der Mitte des Rückenmarks und sind umgeben von den Axonen. Da die Axone aufgrund ihrer Myelinscheiden etwas heller sind als die Bereiche, wo Zellkörper vorkommen, nennt man die Axonbereiche weiße Substanz. Die Bereiche, wo die Zellkörper vorkommen, sind die graue Substanz. Wie schon erwähnt, liegt die graue Substanz im Gehirn außen und bildet die sogenannte Hirnrinde. Die weiße Substanz innen im Gehirn wird als Mark bezeichnet. Aber es gibt auch Ansammlungen von Zellkörpern als Insel innerhalb dieser weißen Substanz. Sowas wird dann als Kern bezeichnet. Wir haben zum Beispiel beim Hormonsystem schon einmal gesehen, dass es den Hypothalamus gibt, der die vegetativen Körperfunktionen steuert, also Sexualverhalten, Hunger, Durst etc. Der Hypothalamus ist so ein Kern, das heißt eine Struktur, die aus grauer Substanz besteht, aber eingebettet ist in die weiße Substanz des umgebenden Gehirns. Eine weitere Gemeinsamkeit von Gehirn und Rückenmark ist die Myelinisierung durch Oligodendrozyten und das Vorhandensein einer Blut-Hirn- bzw. Blut-Rückenmarksschranke, die eben von den Astrozyten gebildet wird. Das gesamte ZNS ist von drei Hirnhäuten umgeben, von einer harten Hirnhaut, der Dura Mater. Darunter liegt eine Spinngewebshaut, die Arachnoidea, und ganz eng am Gehirn und am Rückenmark aufliegend ist die weiche Hirnhaut, die Pia Mater. Das sind die Strukturen, die sich bei einer Hirnhautentzündung, zum Beispiel aufgrund von Bakterien, entzünden können. Das ZNS ist umspült von einer Gehirnrückenmarksflüssigkeit, der sogenannte Liquor cerebrospinalis, der sich aber nicht nur rund um Gehirn und Rückenmark befindet, dort fließt er unter der Spinngewebshaut, sondern es gibt auch im ZNS Hohlräume, in denen der Liquor fließen kann. Er wird durch spezielle Zellen hier an der Innenseite dieser Hohlräume gebildet.
fließt dann von einem Hohlraum in den nächsten und tritt dann hier im Bereich des Hirnstamms aus dem Gehirn und dem inneren Hohlraumsystem aus und fließt dann rund um Gehirn und Rückenmark und wird dann an den Hirnhäuten wieder ins Blut aufgenommen. Das heißt, der Liquor wird ständig neu gebildet und auch wieder ins Blut aufgenommen. Der Liquor dient als eine Art Stoßdämpfer und weil ja das Gehirn in der harten Schädelkapsel liegt und zum Schutz hat es halt dieses Wasserkissen in Form des Liquors rundherum. Außerdem kann der Liquor die Verteilung von Schadstoffen beeinflussen. Nehmen wir mal an, dass ein Gehirnteil geschädigt ist oder dass hier Giftstoffe ausgetreten sind, dann kann der Liquor dazu dienen, diese Giftstoffe vom Gehirn wegzuspülen und sie wieder ins Blut zu bringen. Bevor wir uns dem Rückenmark widmen, wiederholen wir noch einmal kurz den Aufbau der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule setzt sich von oben nach unten abwechselnd zusammen aus Wirbelknochen und Bandscheiben. Dabei verfügen wir über 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel sowie ein Kreuz und ein Steißbein, die beide aus fusionierten Wirbeln bestehen. Der Wirbel selbst besteht aus einem massiven Wirbelkörper, der die Last der Wirbelsäule trägt, und einem nach hinten gerichteten Wirbelbogen, an dem sich Gelenksfortsätze und Dornfortsätze befinden. Innerhalb dieses Wirbelbogens spricht man vom Wirbelkanal und in dem verläuft das Rückenmark umgeben von den Hirnhäuten und dem Liquor, die beide hier nicht eingezeichnet sind. Immer im Bereich zwischen zwei Wirbeln auf Höhe der Bandscheibe befindet sich ein Zwischenwirbelloch, das begrenzt wird vom Wirbelbogen des oberen und des unteren Wirbels. Durch dieses Zwischenwirbelloch treten Axone aus dem Rückenmark aus und auch ins Rückenmark ein. Das Rückenmark ist nicht auf voller Länge der Wirbelsäule zu finden, sondern reicht nur etwa bis zur Höhe des zweiten Lendenwirbels. Beim Neugeborenen reicht es weiter nach unten, aber im Verlauf des Wachstums wächst die Wirbelsäule stärker als das Rückenmark, weshalb das untere Ende des Rückenmarks weiter nach oben rutscht. Allerdings gibt es auch im Bereich des Kreuzbeins Nerven, die das Rückenmark verlassen und an den Löchern, die es am Kreuzbein gibt, austreten. Da jetzt das Rückenmark nach oben rutscht, diese Nerven aber weiterhin in Kreuzbeinhöhe austreten, verlängern sich diese Nerven und sind dann der Inhalt des restlichen Wirbelkanals, dort wo kein Rückenmark mehr zu finden ist. Man spricht dort von der Cauda equina oder vom Pferdeschwanz. Das sind einzelne Nerven, die im Liquor cerebrospinalis schwimmen. Aber wir haben halt kein massives Rückenmark mehr. Bei Bandscheibenvorfällen kommt es dann beispielsweise dazu, dass die Bandscheibe in diesem Bereich hier reißt und dass ihr inneres Bindegewebe durch diesen Riss in ihrer Oberfläche austreten kann. Und das kann zur Kompression des Spinalnervens hier in diesem Zwischenwirbelloch führen und somit zu Rückenschmerzen und Taubheitsgefühlen in den Beinen. Wenn Lähmungen oder sogar Inkontinenz dazukommen, dann ist das ein medizinischer Notfall, wo dieser Nerv schnell chirurgisch entlastet werden muss. Reflexe sind selbstständig im Rückenmark oder im Hirnstamm ablaufende Reaktionen auf äußere Reize, an denen das Bewusstsein nicht beteiligt ist. Dabei unterscheiden wir zwei Typen, den Eigenreflex und den Fremdreflex. Betrachten wir zunächst einmal den Eigenreflex und fragen uns zunächst, was ist der Sinn eines Eigenreflexes? Stellen wir uns vor, ein Mensch geht
möchte den nächsten Schritt tun, bleibt aber mit seinem Fuß an einem Stein oder irgendeinem anderen Objekt hängen und droht jetzt hinzufallen. Um diesen Menschen zu retten, wäre es sinnvoll, Folgendes zu tun, nämlich wir aktivieren den Muskel, der den Unterschenkel nach vorne streckt, um vielleicht doch noch diesen Widerstand überwinden zu können, das Bein nach vorne bringen zu können und so unseren Sturz abzufangen. Wie setzt das Rückenmark das jetzt um? Nun, in dem Moment, wo dieses Bein unerwartet hängen bleibt, wird der Muskel, der den Unterschenkel nach vorne ziehen soll, gedehnt. Das erkennen wir jetzt da hier auf dieser Abbildung noch etwas besser. Diese Dehnung wird von Dehnungsrezeptoren im Muskel über die Hinterwurzel zum Hinterhorn des Rückenmarks geleitet und von dort direkt auf die entsprechenden motorischen Neurone im Vorderhorn übertragen, die dann diesen Muskel zur Kontraktion bringen. Also der gedehnte Muskel wird dann auch angespannt, in unserem Beispiel, um diesen Widerstand überwinden zu können und uns vor dem Sturz zu bewahren. Da hier der gedehnte Muskel gleichzeitig der kontrahierte Muskel ist, sprechen wir vom Eigenreflex. Wenn wir das nicht nur auf Muskel beziehen wollen, sondern verallgemeinern wollen, denn gerade im Kopf-Hals-Bereich sind einige Reflexe nicht immer von Muskulatur abhängig, dann sprechen wir auch von Reizorgan ist Erfolgsorgan. Das ist anders beim Fremdreflex. Beim Fremdreflex ist das Reizorgan häufig die Haut und das Erfolgsorgan die Muskulatur. Wir denken nur daran, wenn wir eine heiße Herdplatte berühren und den Arm zurückziehen, dann ist unsere Haut, das Sinnesorgan, die Muskulatur, die den Arm wegzieht, ist das Erfolgsorgan. Auch dafür brauchen wir keine bewussten Denkprozesse, sondern das ist auch einfach ein auf Rückenmarksebene ablaufender Prozess. Genauso das Anheben eines Beins, wenn man auf einen spitzen Gegenstand steigt. Ein Unterschied in der Verschaltung im Rückenmark ist, dass die Neurone, die das Signal vom Sinnesorgan erhalten, oft an relativ weit entfernten Positionen sitzen, wenn man es jetzt mit den Neuronen vergleicht, die dann den benötigten Muskel ansteuern. Deswegen muss diese Distanz innerhalb der grauen Substanz dann häufig überbrückt werden durch Interneurone. Nachdem wir mit dem Rückenmark nun fertig sind, widmen wir uns dem Gehirn. Das Gehirn lässt sich grob in vier wichtige Abschnitte untergliedern. Von evolutionär alt nach evolutionär neu wären das der Hirnstamm, das Kleinhirn, das Zwischenhirn und das Großhirn. Der Hirnstamm selber ist aber noch einmal unterteilbar in von unten nach oben gesehen verlängertes Mark, das nahtlos in das Rückenmark übergeht, Brücke und Mittelhirn. Das Mittelhirn verbindet den Hirnstamm mit den beiden Großhirnhälften. Wir können uns jetzt schon merken, dass das Großhirn, das Zerebrum, in zwei Hälften unterteilt ist, die Hemisphären genannt werden. Dasselbe gilt auch für das Kleinhirn, Cerebellum. Von diesen Hälften ist in dieser Abbildung nur jeweils die linke zu sehen, da wir hier von links auf das Gehirn blicken, wobei links in der Abbildung vorne und rechts in der Abbildung hinten darstellt. Das Zwischenhirn ist ebenfalls nicht auf der Abbildung zu erkennen, weil es etwa in diesem Bereich hier zwischen den beiden Großhirnhemisphären liegt. In dieser Abbildung blicken wir wieder von links auf das Gehirn, allerdings ist die linke Großhirnhemisphäre und auch Kleinhirnhemisphäre entfernt, sodass der Blick freigegeben ist auf die Strukturen des Zwischenhirns, die hier noch dazu rosa markiert sind. Namentlich sind das der Hypothalamus, die Hirnanhangsdrüse, in der Fachsprache auch Hypophyse genannt wird, sowie die Zirbeldrüse und hier in der Seitenwand des Zwischenhirns der Thalamus.
Man kann erahnen, dass die beiden Großhirnhemisphären durch diese rosanen Strukturen verbunden sind. Zusätzlich gibt es hier noch den Balken, einen Faserzug des Großhirns, der ebenso die beiden Hemisphären verbindet. Blau durchschimmernd sehen wir die sogenannten Seitenventrikel. Das sind Liquorräume im Inneren der Großhirnhemisphären. Und zusätzlich sehen wir auch noch den dritten Ventrikel hier blau angefärbt. Etwa in diesem Bereich, also zwischen Hirnstamm und Zerebellum, gäbe es dann auch noch einen vierten Ventrikel, der sich dann hier am Unterrand des Zerebellums öffnet und den Liquor in die äußeren Liquorräume, also rund um das Gehirn herum, fließen lässt. Diese Abbildung aus dem Prometheus-Lernatlas der Anatomie von Thieme zeigt einen Frontalschnitt durch das Großhirn. Wir betrachten die Schnittebene von vorne. Wir erkennen hier einige wesentliche Baucharakteristika des Gehirns, nämlich wie auch im Rückenmark gibt es hier eine Einteilung von in graue und weiße Substanz, wobei jetzt die graue Substanz außen liegt und die Hirnrinde bildet. Die weiße Substanz bildet das innere Mark. Man kann allerdings erkennen, dass es Bereiche von grauer Substanz gibt, die von weißer Substanz umschlossen sind. Das sind die sogenannten Kerne. Etwa in diesem Bereich hier finden wir die Strukturen des Zwischenhirns. Hier zum Beispiel ist der Hypothalamus sichtbar, der eigentlich ein Kern ist und kein Teil einer Rinde. Hier sehen wir auch noch einmal angeschnitten die Seitenventrikel. Und wir sollten dem Relief der Großhirnrinde besondere Beachtung schenken, denn wir sehen, dass diese in Falten, die sogenannten Windungen und Furchen unterteilt ist. Besonders tiefe Furchen gibt es hier zwischen den beiden Großhirnhälften, aber auch innerhalb einer Hälfte, wie dieser hier. Dieser teilt verschiedene Lappen, also Großhirnabschnitte. Zwar finden wir hier den sogenannten Frontallappen, darunter den Temporallappen, aber das werden wir dann auf einer anderen Abbildung noch viel deutlicher erkennen. Wir erkennen außerdem hier den Balken, der die beiden Großhirnhälften miteinander verbindet. Nicht angeschnitten, aber trotzdem sichtbar sind die Strukturen des Hirnstamms und das Kleinhirn, die sich ja weiter in Richtung Rücken befinden als die Schnittebene. Auch beim Kleinhirn erkennt man also diese Oberflächenvergrößerung durch Furchen und Windungen, die hier aber andere Namen tragen. Das generelle Prinzip, warum Kleinhirn und Großhirn diese Oberflächenvergrößerung haben, ist, dass sie so einfach viel mehr Neurone in ihrer Rinde unterbringen, was natürlich gut ist, weil man damit dann komplexere Schaltkreise erzeugen kann. Das führt wiederum zu einer stärker ausgeprägten Intelligenz. Wir sehen, dass hier aus dem Hirnstamm die sogenannten Hirnnerven austreten, die ja Teile des peripheren Nervensystems sind, mit Ausnahme des Nervus opticus, zu dem wir auch bald noch kommen. Es ist wenig überraschend, dass der Hirnstamm, weil er ja das evolutionär älteste Zentrum des Gehirns ist, sehr lebenswichtige Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel die Kontrolle der Atmung, die Regulation von Blutdruck und Herzfrequenz, das Auslösen von Erbrechen und die Kontrolle über das Bewusstsein. Also Hirnzentren im Hirnstamm kontrollieren, ob wir wach sind oder nicht. Im Mittelhirn befinden sich dann außerdem noch Reflexzentren, die zum Beispiel unseren Blick auf plötzlich in unser Sichtfeld geratende Objekte lenken.
Das Kleinhirn spielt eine essentielle Rolle bei der Steuerung von Gleichgewicht und Feinmotorik. Man kann sich die Funktionsweise des Kleinhirns etwa so vorstellen, dass es ständig kontrolliert, ob die Bewegungsprogramme, die unser Großhirn sich ausdenkt für die Muskeln, von Muskeln auch so umgesetzt werden, wie sich das Großhirn das wünscht. Das bedeutet, das Großhirn entwirft einen Bewegungsplan, sendet die Befehle zu den Muskeln und sendet aber eine Kopie dieser Befehle auch zum Kleinhirn. Und die Muskeln melden dann ständig an das Kleinhirn zurück, was sie gerade tun. Und das Kleinhirn vergleicht die Muskelaktivität mit dem Plan und kann dann, wenn alles passt, einfach der Sache ihren Lauf lassen. Oder wenn ein Fehler auftritt, kann es ein Korrektursignal an die Muskeln schicken. Genauso wird das Kleinhirn ständig von unseren Gelenken und Muskeln über die Lage des Körpers im Raum informiert. Auch vom Innenort bekommt es solche Informationen. Dementsprechend kann dann das Kleinhirn Signale senden, damit wir uns stabilisieren und das Gleichgewicht halten, sollten wir mal aus dem Gleichgewicht kommen. Außerdem ist das Kleinhirn wichtig für das Erlernen von Bewegungsabläufen. Und all diese Funktionen sind nur mit sehr komplexen Schaltkreisen zu erfüllen, weshalb das Kleinhirn mehr Neurone enthält als das gesamte restliche Gehirn zusammen. Das Zwischenhirn bietet drei Strukturen, die vor allem im Hinblick auf das Hormonsystem sehr relevant sind. Das sind Hypothalamus, Hypophyse und Zirbeldrüse, auf die wird in dem entsprechenden Kapitel noch weiter eingegangen. Dennoch sei an dieser Stelle schon erwähnt, dass der Hypothalamus sozusagen der oberste Chef über die vegetativen Körperfunktionen ist und zum Beispiel Hunger, Durst, Sexualtrieb und Sympathikus und Parasympathikus steuert. Auch ist er der oberste Chef bei der Kontrolle des Hormonsystems. Nicht mit dem Hypothalamus zu verwechseln, aber nicht minder wichtig, ist der Thalamus. Der Thalamus wird oft auch als Tor zum Großhirn bezeichnet. Was ist damit gemeint? Nun, alle Sinnesorgane, die Informationen zum ZNS leiten, werden zuerst zum Thalamus geleitet und vom Thalamus ausgehend dann in der Großhirnrinde verteilt. Hier ist etwas ganz Wichtiges. Wir nehmen etwas nur bewusst wahr, wenn es bis an die Großhirnrinde geleitet wird. Eine Ausnahme in diesem ganzen System spielt der Geruchssinn, dessen Informationen nicht erst den Thalamus passieren müssen, bevor sie ins Großhirn gelangen können. Nun kommen wir noch zum Großhirn. Wie schon angedeutet, wird das Großhirn durch besonders tiefe Furchen in Lappen untergliedert, die auf Lateinisch auch Lobi genannt werden. Wir haben einen Stirn- oder Frontallappen, einen Scheitellappen, Parietallappen, einen Schläfenlappen, der auch Temporallappen genannt wird, und schließlich noch den Hinterhaupts- oder Okzipitallappen. Diesen Lappen, genauer gesagt einzelnen Windungen auf ihnen, können bestimmte Funktionen zugeordnet werden, wodurch eine funktionelle Landkarte auf dem Gehirn entsteht, die wir uns dann gleich noch ein bisschen anschauen werden. Es sei gesagt, dass die Funktionen der beiden Hemisphären nicht identisch sind. So gibt es zum Beispiel auf der dominanten Hemisphäre Hirnzentren, die sich mit der Sprache beschäftigen, die auf der nicht dominanten Hemisphäre fehlen. Die dominante Gehirnhälfte ist nicht darüber definiert, ob eine Person Links- oder Rechtshänder ist. Das hat damit keinen wirklichen Zusammenhang. Bei den meisten Personen ist die linke Hirnhälfte dominant, aber
sie wird nur deshalb als dominant bezeichnet, weil dort die Sprachzentren sitzen. Unabhängig davon muss man wissen, dass die linke Gehirnhälfte in fast allen Belangen die rechte Körperseite steuert und umgekehrt. Wir haben also eine Kreuzung der Bahnsysteme von der linken auf die rechte Seite und umgekehrt. Zum Beispiel werden die Extremitäten der rechten Körperseite von der linken Großhirnhälfte gesteuert und die Gefühle, Sinneseindrücke, Schmerzen, die wir mit der linken Körperhälfte wahrnehmen, werden in der rechten Großhirnrinde interpretiert. Hier sind nun auszugsweise ein paar Areale dargestellt mit den entsprechenden Funktionen. Hier im Frontallappen finden wir die motorische Rinde, in der Bewegungsprogramme entworfen werden. Im präfrontalen Kortex, quasi dem vordersten Bereich unseres Gehirns, so sagt man, sitzt die Persönlichkeit. Ja? Wie kam es dazu, dass man diese Annahme getroffen hat? Nun, wie fast in der gesamten Neurobiologie hat man die Funktionen der Hirnareale dadurch herausgefunden, dass man Menschen beobachtet hat, bei denen Schädigungen von einzelnen Hirnarealen aufgetreten sind. Und dann hat man sich angeschaut, welche neurologischen Ausfälle oder Veränderungen bei diesen Menschen vorkommen. So gab es zum Beispiel den berühmten Fall des Eisenbahnarbeiters Phineas Gage, der sich beim Hantieren mit explosivem Material eine Eisenstange durch seinen Schädel durchgeschossen hat, sodass dieses Gehirnareal und sonst eigentlich keines schwer beschädigt wurde. Und bei Phineas Gage, der das wie durch ein Wunder überlebt hat, hat man dann gesehen, dass es zu gravierenden Änderungen in der Persönlichkeit gekommen ist. Seitdem weiß man, dass offenbar vieles von dem, was einen Menschen ausmacht, zum Beispiel Angst vor Konsequenzen, planvolles Handeln, ethisch-moralische Vorstellungen, dass das hier verarbeitet wird. Im Temporallappen gibt es die Hörrinde, in der Gehörtes analysiert wird. Ganz hinten im Gehirn gibt es die Sehrinde, bei der das Gesehene interpretiert wird. Und im Parietallappen, direkt angrenzend an die motorische Rinde, gibt es die sensible Rinde, wo Tast, Temperatur und Schmerzsinn entstehen. Wie schon angedeutet wurde, befinden sich auf der dominanten Hemisphäre die Sprachzentren, und derer gibt es im engeren zwei, nämlich ein Sprachverständniszentrum, das auch Wernicke-Areal genannt wird, und ein Sprachproduktionszentrum, das Broca-Areal genannt wird. Um sich vorstellen zu können, was Patienten mit einer Schädigung in einem dieser beiden Areale für Symptome haben, will ich ein Beispiel geben. Wenn das Wernicke-Areal selektiv geschädigt wird, entwickelt sich die sogenannte Wernicke-Aphasie. Die Patienten reden, weil die Sprachproduktion normal ist, aber sie reden oft zusammenhangslose und inhaltsleere Sätze. Und wenn man sie auffordert, etwas zu tun oder sie etwas fragt, dann kommen sie dieser Aufforderung nicht nach oder sie beantworten die Frage nicht adäquat, weil sie einfach Sprache nicht mehr verstehen können. Umgekehrt führt eine Schädigung im Broca-Areal dazu, dass die Patienten zwar noch alles verstehen, was man ihnen sagt und was sie lesen, aber sie können sich nicht mehr artikulieren. Sie sprechen nur noch wenige Wörter mit langen Pausen zwischen den einzelnen Worten und haben Wortfindungsstörungen. Das Interessante ist, dass dieselben Symptombilder nicht nur für verbale Sprache gelten, sondern sie finden sich auch bei Menschen, die sich mit Zeichensprache verständlich machen. Recht bekannt ist auch der Begriff des limbischen Systems.
Das limbische System ist kein klar abgegrenztes Gebiet im Gehirn, sondern ist die Verbindung aus mehreren funktionell ähnlichen oder sich funktionell ergänzenden Hirnregionen. Insgesamt beschäftigt sich das limbische System vor allem mit Emotionen und Gedächtnis. Dabei spielt vor allem der Hippocampus als Teil des Großhirns eine große Rolle bei der Gedächtnisbildung. Vor ihm liegt ein recht bekannter Kern, die sogenannte Amygdala, der Mandelkern, dem eine große Rolle beim Angstverhalten zugeschrieben wird. Aus Untersuchungen an Affen konnte man lernen, dass eine Zerstörung des Mandelkerns zu einem enthemmten und quasi angstbefreiten Verhalten führt. So werden scheue Affen, die normalerweise dem Menschen aus dem Weg gehen, auf einmal sehr zutraulich oder sogar aufdringlich. Nun haben wir das Zentralnervensystem abgeschlossen und es folgt noch ein sehr kleiner Überblick zum peripheren Nervensystem. Hier sollen vor allem die Hirnnerven nochmal erwähnt werden. Das sind die Nerven, die aus dem Hirnstamm vor allem entspringen und dann den Kopf-Hals-Bereich und teilweise auch die inneren Organe über den Nervus vagus, der ein Teil des Parasympathikus ist, versorgen. Die Hirnnerven zählen zum peripheren Nervensystem, weil sie Myelinscheiden aus Schwannzellen haben, mit Ausnahme des Sehnervs, des Nervus opticus. Der hat nämlich Schwannzellen aus Myelinscheiden und zählt deshalb als zum ZNS. Insgesamt haben wir 12 Hirnnervenpaare. Der erste Hirnnerv ist der Riechnerv, der zweite ist der Sehnerv. Die Hirnnerven 3, 4 und 6 sind für die Augenbewegung zuständig. Der fünfte Hirnnerv ist für den Tastsinn im Gesicht und die Kaumuskulatur zuständig. Der Nervus facialis ist für die mimische Muskulatur zuständig. Der Nervus vestibulocochlearis, der achte Hirnnerv, versorgt das Innenohr und das Gleichgewichtsorgan. Der Nervus glossopharyngeus steuert den Rachen. Der Nervus vagus ist ein Teil des Parasympathikus und innerviert ganz viele Organe bis hinunter zum Dickdarm. Der Nervus accessorius bewegt bestimmte Muskeln in der Halsregion und der Nervus hypoglossus ist für die Zungenbewegungen zuständig. Auf die spinalen Nerven gehe ich jetzt nicht näher ein, weil es da nicht so viele Besonderheiten gibt. Stattdessen widmen wir uns jetzt zum Abschluss dem vegetativen Nervensystem, mit Ausnahme des enterischen Nervensystems. Das wird bei der Verdauung noch näher erläutert. Was uns übrig bleibt, sind Sympathikus und Parasympathikus. Und wir haben schon angedeutet, dass der Sympathikus ein System von ganz vielen verschiedenen Nerven, die sich im Körper verteilen, ist, das dann aktiviert wird, wenn der Körper in eine Stresssituation kommt. Und das Ziel dieser Sympathikusaktivierung ist es, die Organe und Gewebe des Körpers für eine Flucht- oder Kampfsituation vorzubereiten. Deshalb steht Fight or Flight sinnbildlich für den Sympathikus. Beim Parasympathikus ist es genau umgekehrt. Auch hier haben wir Nerven, die einen Großteil der Organe innervieren, die jetzt aber umgekehrte Funktionen ausüben, nämlich den Körper in einen Ruhezustand versetzen, sodass er sich regenerieren kann. Als Details kann man sich merken, dass die Nerven des Sympathikus vor allem Noradrenalin verwenden, um die Organe zu steuern. Mit Ausnahme der Schweißdrüsen in der Haut, die werden auch sympathisch innerviert, allerdings über den Neurotransmitter Acetylcholin. Der Parasympathikus verwendet in seinen Nerven Acetylcholin, um die Organe zu steuern. Zusätzlich sollte man noch erwähnen, dass das Nebennierenmark ein Teil des Sympathikus ist und bei Sympathikusaktivierung, Noradrenalin, aber vor allem Adrenalin als Hormon ins Blut freisetzt. Das bedeutet,
Die Organe werden über den Sympathikus nicht nur durch die direkten Nervenendigungen an den Organen gesteuert, sondern auch über Stresshormone, die zu ihnen über das Blut gelangen. Die Wirkungen von Sympathikus und Parasympathikus sollte man nicht auswendig lernen, sondern man kann sich bei jedem Organ überlegen, wie dieses Organ in einer Stresssituation reagieren sollte. Dann gelangt man automatisch zur Wirkung des Sympathikus und dann kann man in den meisten Fällen daher auch auf die Wirkung des Parasympathikus schließen, denn der wird ja wohl das Gegenteil machen. Gehen wir es Schritt für Schritt durch. Um den Körper und die Muskeln adäquat mit Sauerstoff versorgen zu können, muss die Durchblutung gesteigert werden. Die Durchblutung wird dadurch gesteigert, dass die Herzfrequenz und die Schlagkraft angehoben werden durch den Sympathikus. Außerdem wirkt der Sympathikus auf die Blutgefäße, die unsere Muskeln versorgen, vasodilatierend. Das heißt, die Blutgefäße werden erweitert. Dadurch wird die Durchblutung von schwer arbeitender Muskulatur verbessert. Der Parasympathikus umgekehrt senkt die Herzfrequenz. An den Bronchien führt der Sympathikus zu einer Erweiterung, um in einer Stresssituation den Atemwegswiderstand niedrig zu halten. Denn wir wissen, wenn ein Rohr einen großen Durchmesser hat, dann fließt die Luft leichter und wir verbrauchen weniger Energie zum Atmen. Der Parasympathikus verengt die Bronchien. Da kann man sich natürlich fragen, wieso macht er das? Welchen Sinn hat es, die Bronchien jemals zu verengen? Nun, durch die Verengung der Bronchien nimmt zwar der Atemwiderstand zu, aber gleichzeitig kommt es zu einer Beschleunigung der Flussgeschwindigkeit in den Bronchien. Das bedeutet, die Luft strömt jetzt schneller und kann leichter Staubpartikel aus der Lunge mit nach draußen reißen. Das bedeutet, die Verengung der Bronchien ist für die Reinigung der Bronchien notwendig. Und die wird noch dazu unterstützt, dadurch, dass der Parasympathikus auch die Schleimproduktion in den Bronchien fördert. Dann bleibt der Staub in dem Schleim kleben und wird dann durch die schnell fließende Luft und durch Husten nach draußen gebracht. Am Darm beeinflusst der Sympathikus so ein bisschen die Durchblutung, indem er die Durchblutung hemmt und auch andere Verdauungsaktivitäten werden durch den Sympathikus unterdrückt. Der Parasympathikus hingegen fördert die Verdauung und auch die Ausscheidung. Wenn wir die Harnblase betrachten, dann ergeben sich dort interessante Mechanismen. Die Harnblase verfügt über glatte Muskulatur in ihrer Wand, die dazu da ist, sie auszupressen. Gleichzeitig gibt es aber auch einen glatten Schließmuskel, der den Ausgang der Harnblase in die Harnröhre verschließt. Der Sympathikus führt zu einer Steigerung der Muskelaktivität bei dem Schließmuskel und hemmt die Blasenwandmuskulatur. Das heißt, die Blase entspannt sich. Dadurch wird das Urinieren verhindert. Der Parasympathikus hingegen lässt den Schließmuskel erschlaffen und fördert die Kontraktion der Blasenwandmuskulatur. Das heißt, er fördert das Urinieren. Was ist der Sinn dahinter? Nun stellen wir uns vor, wir müssen vor einem Raubtier fliehen. In so einer Situation wäre es schlau, keine Duftspur zu hinterlassen, damit wir dem Raubtier entkommen können. Also müssen wir unsere Körpersäfte wie den Urin bei uns behalten, um quasi keine Fährte auszulegen. Und deshalb sorgt der Sympathikus dafür, dass wir nicht unfreiwillig Harn verlieren. Wenn wir in Ruhe sind, dann ist Zeit auszuscheiden, dann macht der Parasympathikus diese Förderung des Urinierens. Am Auge führt der Sympathikus zu einer Pupillenerweiterung. Einfach damit man auch bei einem Kampf in der Dunkelheit oder in der Dämmerung noch ausreichend Licht zur Verfügung hat, um den Gegner erkennen zu können.
Der Parasympathikus hingegen bewirkt eine Verengung der Pupille, die dadurch zu erklären ist, dass, wenn die Pupille verengt ist, die Sehschärfe verbessert wird. So ähnlich wie wenn man bei einer Kamera die Blende schließt oder enger stellt. Und dieses scharfe Sehen kann recht nützlich sein in einer Ruhesituation, zum Beispiel wenn man gerade im Wald Beeren sammelt und man die giftigen von den ungiftigen Beeren unterscheiden muss. Oder wenn man einen Fisch isst und vorher die Gräten herauspulen muss. Bei den Sexualfunktionen ist es so, dass in einer Ruhesituation und bei sexueller Stimulation der Parasympathikus eine Erektion auslöst. Am Höhepunkt am Orgasmus kommt es aber zu einer Sympathikusaktivierung, die dann beim Mann die Ejakulation auslöst. Diese Sympathikusaktivierung lässt sich auch durch den beschleunigten Herzschlag und die Pupillenerweiterung und das Schwitzen bemerken.